Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ja, seit letzter Woche ist ja mein Kartenupdate draußen und wie ich es in meinen schlimmsten Szenarien befürchtet habe, gibt es eigentlich nur Probleme. Eine Handvoll Leute kann es spielen, da funktioniert es von Anfang an. Aber was ich so gelesen habe und an Nachrichten bekommen habe, war bei 90% der Abonnenten von der Mod gab es Probleme beim Aktivieren, dass irgendwelche Mods nicht gestimmt haben. Ihr seht das jetzt bei mir auch. Nee, bei der Version nicht, das ist die andere Version. Dass ich Mods rausnehmen musste. Es gibt zum Beispiel keine Portalkräne in der Mod, die ihr runterladen könnt. Die müsst ihr selbst konvertieren. Dann gibt es in der Mod keinen einzigen Zug, keine einzige Straßenbahn. Alles an Rollmaterial musste ich runternehmen, weil es da Probleme mit den Fake-Zügen gab und mit anderen Zügen. Die musste ich also alle runternehmen. Und ja, dann gab es teilweise immer noch Probleme mit irgendwelchen Mods. Das ist nun das Problem. Dieser Spielstand, der existiert jetzt ja schon seit 3 Monaten oder so, oder 4 Monaten. Und die Mods, die ich damals aus dem Transportführer Forum runtergeladen habe, wurden teilweise jetzt mittlerweile aktualisiert. Und da ich ja keine Mods hochladen darf, keine Mods hochladen darf, ist halt das Problem, dass ich eine, wenn zum Beispiel Version 1.1 nutze, aktuell ist aber schon die Version 1.4 draußen von, keine Ahnung, vom Baum. So, ihr ladet euch die Version 1.4 runter, weil das die aktuellste ist und die einzige ist, die ihr noch bekommt. Ich spiele aber mit der Version 1.1, weil ich diese ganzen Mods, die ich im Workshop, im Forum runterlade, ja nicht aktualisiere. Weil es erstens dafür, glaube ich, noch nicht diesen Mod-Manager gibt. Mag sein, dass es den schon gibt, dann weiß ich es noch nicht. Punkt 2, ich habe keine, jetzt mittlerweile weiß ich es ja wieder, weil ich die ganzen Mods alle rausgesucht habe. Ich wusste ja nicht, welche Mods ich alle habe. Und ich mache mir auch bestimmt nicht die Arbeit und setze mich dahin und aktualisiere die alle und dann funktioniert mein Spielstand nicht mehr. So, also lasse ich besser bei dem Spiel alles so, wie es ist. Und hoffe, dass es einfach so weiterläuft. Klar kann es sein, dass durch ein Update immer mal coole Features hinzukommen, keine Frage. Aber es kann auch sein, dass ich mir meinen ganzen Spielstand zerschieße. So, und jetzt habe ich heute nochmal ein Update von der Map rausgebracht. Wieder mit ein paar weniger Mods und ein bisschen was abgeändert. Und ich hoffe, dass es jetzt läuft. Das Problem für mich ist, ich kann das ja nicht testen. Ich habe ja die ganzen Mods. Wenn ich den Spielstand starte, startet der. Genauso wie er hier ist. Aber wenn ihr euch die Mods runterladet und habt halt, wie gesagt, andere Versionen, ja, dann gibt es Probleme. Und genau das war das, wovor ich eigentlich in Anführungsstrichen die größte Angst hatte, dass genau das passiert. Und jetzt habe ich die gesamte letzte Woche mich mit Modern unterhalten und versucht, dass das hier zum Laufen kommt, damit ihr euch die Map runterladen könnt. Am Ende sind es dann vielleicht 100 Leute, die sich die Map runterladen. Und dafür habe ich halt so einen riesen Aufwand gehabt. Ich habe mit Modern gesprochen, ob ich deren Mods hochladen darf. Nein, darf ich nicht. Habe ich explizit, nein, darf ich nicht hochladen. Das muss, soll nur über die Seiten laufen, bla bla bla. So, und das ist jetzt halt das Problem, was ich habe. Ich habe jetzt wieder was geändert heute mit dem Update. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert für euch. Und ansonsten müsst ihr euch die Version 2 runterladen. Die funktioniert ja mittlerweile einwandfrei. Und dann müsst ihr es nachbauen. Da habt ihr ja schon den Grundstein. Häuser kann man sich ja selber setzen. Gut, der Hafen ist da nicht bei. Und das Massenzentrum, glaube ich, auch nicht. Und Lindau. Wie gesagt, bei ein paar Leuten funktioniert es. Vielleicht ist das Problem jetzt ja behoben. Und ihr könnt es starten und spielen. Und ich hoffe für euch, dass es klappt. Ich werde mich jetzt im Ausgehen ein bisschen erst daran setzen, weiterzubauen. Ich habe hier angefangen schon mal so ein bisschen. Und hier hinten irgendwo, keine Ahnung. Ich habe ein paar Ideen. Und da werde ich jetzt im Ausgehen erst ein bisschen basteln. Und dann hoffe ich mal, dass am Morgen, spätestens Dienstag, wieder eine wirkliche Folge kommt. Ich weiß, aktuell ist es echt wenig, was Transportfieber angeht. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, woran es liegt. Aktuell gerade nicht so viel Lust. Jetzt die ganze Sache mit der Map-Veröffentlichung. Ja,
Transport Fever ist aktuell gerade bei mir ein bisschen totgespielt. Und ich denke mal, ihr habt es gemerkt in den Folgen. Ich habe es gemerkt an den Zuschauerzahlen. Und die sind immer noch gut. Keine Frage. Nach ein, zwei Tagen habe ich immer noch über 1000 Aufrufe pro Video. Ich bedanke mich da auch ganz, ganz herzlich für. Ich bedanke mich auch bei meinen Unterstützern, die mich immer monatlich noch unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und heute kommt auf jeden Fall noch ein anderes Video raus. Ich denke mal, es wird World of Warships sein. Ich weiß, die Community dafür ist noch nicht da, wird langsam aber größer. Und ich möchte ein paar mehr verschiedene Spiele bringen. Transport Fever soll ja Nummer 1 bleiben. Und das ist auch so geplant. Aber aktuell brauche ich gerade ein bisschen Abstand zu dem Spiel. Vielleicht, wenn die Wintermonate kommen oder vielleicht schon nächsten Urlaub, dann geht es wieder richtig los. So, mal gucken, wie das hier alles so entwickelt. Meine Community auf TeamSpeak wächst. Vor allem durch World of Warships. Wir haben jetzt in den letzten Monaten 9 neue Leute dazu bekommen. Und da ist im TeamSpeak jetzt auch viel mehr los. Und dann spielt man halt das Spiel, wo halt gerade mehr Leute da sind. Das hier ist ja mehr für einen alleine. Und aber seid versichert, es geht hier weiter. Und haben wir jetzt irgendwo einen Zug, wo wir mitfahren können? Guck mal, hier können wir nochmal kurz mitfahren. Zack. Oh, schön. Schön, schön. Ja, von hinten können wir mitfahren. Na, haben wir hier nochmal ein bisschen rollendes Bild. Mr. Bosen Hauptbahnhof. Das Spiel läuft dann so auch flüssig. Das ist ja alles in Ordnung. Alles gut. Sieht ja auch alles schön aus. Aber da ich ja hier an den Maps arbeite, an der Map und auch an Mods gearbeitet habe, auch bei diesem Spielstand, sieht das jetzt hier so aus. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Hier diese unsichtbaren Gleise, das hat irgendwie... das waren die nicht. Die gibt es, glaube ich, die gibt es schon gar nicht mehr. Die sind mittlerweile verschwunden. Die Mod wurde wohl rausgenommen oder so. Ja, hübsch, ne? Finde ich auch. Wenn ich das jetzt hier alles wegreiße, dann haben wir hier gleich... Ne, das lassen wir mal noch. Dann sieht das hier nachher nämlich so aus. Haben wir hier so einen hohen Berg. Da macht das mit der Brücke hier oben nicht mehr ganz so viel Sinn. Keine Ahnung, wie ich das jetzt schon wieder löse. Das ist schon wieder so ein Problem, wo du dich jetzt schon wieder Stunden mit beschäftigen kannst. Alle, die Transporthörer spielen, kennen das. Dass man sich mit allem immer Stunden beschäftigen kann. Ja, muss man mal gucken. Es gibt halt wieder ein paar Baustellen hier. Gut, meine Freunde, dann sollte das ein kleines Update-Video gewesen sein, 8 Minuten lang. Bitte seht es mir nach und vielen Dank nochmal für eure Unterstützung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja morgen, spätestens Dienstag, wieder mit einer vernünftigen Folge. Auch mit ein bisschen Offscreen gebastelt vorher, dass es nicht einfach so 0815 wirkt. Bis dahin, haut rein, tschüss und vielen, vielen Dank nochmal.